Vor rund einer Woche gaben die Nachrichten bekannt, dass Helene Fischer schwanger sein soll. Eine offizielle Bestätigung der Sängerin gab es zunächst nicht. Am Samstag hat sie sich jedoch persönlich geäußert und die Baby News bestätigt, Thomas Seidel sind Ersteltern. Punkt über die Vorkommnisse rund um die Medienberichte, meinte sie. Ihr wisst, dass ich mein Privatleben zum Schutz schon immer unter Verschluss gehalten habe, und doch schaffen es die Medien immer wieder, darüber zu spekulieren, zu berichten, zu urteilen, fiktive Geschichten zu erfinden und Unwahrheiten zu streuen, die mich schon seit so vielen Jahren wütend und traurig zugleich machen. Punkt und weiter. Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht. In jedem Fall seien sie aber überglücklich über die frohe Botschaft. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl, so Helene. Nun soll sie bereits in einem Monat ihren ersten TV-Auftritt mit Babybauch haben, zu sehen sein wird sie bei Wetten, dass. Moderator Thomas Gottschalk meldete sich jetzt diesbezüglich persönlich zu Wort. Kommt es am 6. November zum Gigantentreffen im TV? Entertainer-Legende Thomas Gottschalk, 71, gratuliert Helene Fischer, 37, in einem Interview mit der Bild-Zeitung zu ihrer Schwangerschaft und hofft, sie in seiner Wetten, dass Revivalshobe grüßen zu dürfen. Ich hoffe, Helene nimmt ihre Schwangerschaft nicht zum Anlass, mir für Wetten, dass abzusagen, sagte Gottschalk nicht ganz frei von Ironie. Aber sie kennt mich gut genug, um sicher sein zu können. Sie bestimmt, worüber wir reden, so die TV-Legende weiter. Fischer bestätigte am vergangenen Sonntag die zuvor lancierten Gerüchte in den Medien. Wir sind seit längerem überglücklich darüber, und mir geht es fantastisch. Sie könne voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir steht. Helene Fischer wird jedenfalls am 12. November in Saat.1 zu sehen sein. In der von Stefan Raab, 54, als Music-Supervisor gestalteten Show wird Fischer Songs aus ihrem neuen Werk präsentieren. Am 15. Oktober erscheint das Album Rausch. Am 16. Oktober, einen Tag nach der Veröffentlichung, zeigt das ZDF um 21.45 Uhr den Musikfilm Im Rausch der Sinne, der von dem britischen Regisseur Russell Thomas inszeniert wurde. Die eigentlich obligatorische Weihnachtsshow von Helene Fischer im ZDF findet hingegen in diesem Jahr, wie auch schon 2020, nicht statt. In ihrem letzten Instagram-Post gab sie bekannt, dass ihre Auftritte 2022 in jedem Fall zustande kommen werden. Alle geplanten Konzerte im nächsten Jahr können meinerseits stattfinden. Sie freue sich unendlich, wieder live für ihre Fans zu singen. Ihr bisher einziges Deutschland-Konzert 2022 findet am 20. August in der Messe München statt.